Herzlich willkommen, Wolf Heimer Winter. Der erste Vorsitzende dieses Verkehrsvereins erfährt heute in seinem Wagen, zieht er den Kohlmeiler hinter sich her. Auch hier bewacht der Kohlmeiler von dem Meisterköhler Christian Knoblauch. Christian, herzlich willkommen. Hallo. Meine Damen und Herren, der Verkehrsverein Erfweiler hat dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Der Verein ist immer rege, das ganze Jahr über. Er hat 108 Mitglieder mit seinem Vorsitzenden von Reimer Wieker. Reimer, und ich kann sagen, auch wenn du aus deinem Auto nicht aussteigst, meinen Respekt hast du verdient. Ja, das lässt er sich nicht lumpen hier. Jetzt kommt er raus. Reimer, herzlichen Dank. Dein Engagement in dem Verkehrsverein Erfweiler ist nicht zu ersetzen. Das wissen wir alle. Dafür ganz herzlichen Dank. Du warst einer derjenigen, die das Köhlerfest wiederbelebt haben. 1978 gab es wieder den ersten Kohlemeiler in Erfweiler. Und dieses Jahr haben sie ihr 40-jähriges gefeiert. Und ich kann Ihnen sagen, was in diesen 40 Jahren erledigt wurde und von dem Verkehrsverein auf die Bühne gestellt wurde und auf die Füße gestellt wurde, das ist nicht nachzuvollziehen. Ich möchte nur einmal einige Kleinigkeiten anschneiden. Der Bau einer Köhlerhütte, einer Musikbühne, einer Überdachung für 400 Gäste. 1995 hat der Verkehrsverein als erster Verein im Dahner Felsenland das elektronische Zimmernachweisverzeichnis in Betrieb genommen. Einmal, du willst bestimmt noch etwas zu unseren Gästen sagen. Ja, im Grunde genommen will ich nicht mehr sagen, als dass ich ganz beschämt bin auf dieser vielen Lobesworte, die selbstverständlich berechtigt sind. Ich wünsche Ihnen allen noch viel Unterhaltung und ich will jetzt weiterziehen, wenn ich wieder einsteigen darf. Ne? Also er hat mich darauf komplimentiert, wenn ich wieder einsteigen darf, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Erstens und zweitens, Sie nicht so lange auf die anderen interessanten Zugnummern warten müssen. Ihnen allen viel Spaß und gute Unterhaltung. Vielen Dank, Rainer. Vielen Dank an den Verkehrsverein Erfweiler, eine tragende Säule dieser Gemeinde. Vielen Dank. Schauen Sie sich das Auto an. Da wird doch jeder mal gerne drin sitzen. Vorne haben Sie ein Transparent auf der Haube, die drei von den Dorfältesten. Meine Damen und Herren, gerne schaue ich in das Fahrzeug hinein. Ein alter Erfweiler ist zurückgekehrt. Edgar Schächter, geboren und aufgewachsen in Erfweiler. Dann hat er ein Autohaus eröffnet in Rotalpen, ist nach Rotalpen gezogen, aber er ist wieder da. Und in seinem Fahrzeug drei Männer, 255 Jahre alt. 255. Jeder dieser drei, 85 Jahre alt und fahren im Cabrio spazieren. Meine Damen und Herren, ich muss sagen, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben hier einen Chauffeur und fahren mit Cabrio spazieren. Aber sie haben es sich auch verdient. Ich kann es mit ruhigem Gewissen sagen. Es sind Gründungsmitglieder in dem Fahrzeug, Ehrenmitglieder aus verschiedenen Vereinen.